Hallo Leute, heute sind wir mit einem neuen Video am Start und erstmal ist die große Frage offen, gehen wir morgen bowlen? Der Witz war so schlecht, den hat sich der Molly ausgedacht und den musste ich jetzt leider bringen, ja. Denn Warum wir ist er sind... schlecht? Der einfache Grund ist, Robert Bowling ist zurückgetreten. Domi, Ja, vielleicht kannst Domi du noch heute was da? sagen, weil der Junge ist schon ziemlich zornig. Was soll ich Ja? sagen? Ich sag gar nichts. Was du? Der ist hier vorhin... Vorhin hier haben wir uns so Thema überlegt und dann ist der Domi, war der Domi hier schon völlig am Ausrasten, ja? Nein, war ich nicht. Es war alles ganz normal. Wie immer. Domi, bist du Genau. schwanger? Zu sagen, was ist das für ein dummer Hurensohn? Ich hab voll den Hass auf den. Ja, alles ganz normal. Okay. Ja. Ja. Auf Wer jeden ist das? Fall Robert Bowling? Sag. ist ja der viel Club. kritisierte Robert Bowling, das war der Creative Strategist von Call of Duty, beziehungsweise ja, Activision. Von Ist ja halt so. Infinity Ward und Activision. Hat drauf geschissen von was, aber ihr wisst es doch alle. Ist halt zurückgetreten, ja, weil. Also einen Grund hat er nicht angegeben. Aber. Ich glaube, man kann es sich schon denken. Drauf genudelt, der hat da irgendwann mal was davon geschwätzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Grund war, aber er hat irgendwann mal irgendwas davon erzählt, dass die Community so scheiße wäre und bla bla bla, ja. Ja. Scheiße. Ja, klar. Ja. Die Community. Und der lässt Sicher. noch so schön FMG Kimbo zu, oder was, hä? Ja, Der guck will. mal. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, der arme Junge, der kann da nichts für. Ja, nein, für dafür kann er ja auch nichts. Da Der, mache ich ihm ja auch keinen Vorwurf. das ist immer der voll auf die Eier kriegt, ja, wenn hier Activision oder halt Infinity Ward irgendeine Scheiße verzapft. Warte ganz kurz, sorry, dass ich an der Stelle gerade eben so ein bisschen defensiv bin, aber Wie ich alt ist wollte denn unbedingt der? meinen Killstreak haben. Ich weiß gar nicht, wie alt der gute Mann ist, ey. Der ist auch Keine immer Ahnung, so ein ist jetzt noch bisschen. nicht so der Älteste. Und er sieht auch aus, als wäre er selbst ein Zocker. Also. Denk. Warte mal, ich suche gerade, wie alt der junge Mann ist. Drauf geschissen, wie alt Der er sieht ist. nicht alt aus, auf jeden Fall, ja. Hobbys. Spielt gerne nackt mit drei. Hobbys. Nee, aber der ist ja halt jetzt weg, ja. Und das habe ich die Tage bei irgendeinem Kommentator gesehen. Der hat gesagt, wo ein guter Kopf geht, kommt selten ein guter Kopf nach. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja. Und es wird auch so sein, Ja. weil ich fand, der hat seine Sache gut gemacht. Ja, der hat halt weitergegeben, was er gesagt bekommen hat. Und hat durfte halt nicht seine eigene Meinung sagen, sondern wenn er nicht gesagt hat, was Sache war oder was halt diktiert bekommen hat, dann wäre er raus. So einfach ist es. Ja? Aber weil er wieder nur Ach ans so. Geld denkt, genau wie die ganzen Ja. Spieleentwickler von Modern Warfare 3, diese kleinen Hurensöhne, ey, ohne Spaß, Mann. Spiel ist so verschissen, ey. Was haben die sich dabei nur gedacht, ey? Jakob, wie er denkt nur ans Geld. Ja, er denkt nur ans Geld, wenn du ja gerade gemeint hast, dass er die Sachen nur so weitergeben darf, was auch immer du da gerade gelabert hast, keine Ahnung. Ja. Ja, es ist ja aber nur so, wer will denn schon seinen Job verlieren? Der hat bestimmt genug Geld erstmal gemacht. Ja, Ja, sicher, der hat sicher. sau viel Kohle dadurch Und gemacht. deshalb will doch auch wenn du halt einfach nur die Kacke labest, vielleicht dir diktiert wird, dann machst du das doch lieber, als dass du deinen gut bezahlten Job aufgibst. Ja? Dann macht er sich halt, ja gut, er macht sich zum Arsch der ganzen Zocker-Leute, ja. Aber ich glaube, damit kann der leben. Oder vielleicht ist er auch aus dem Grund zurückgetreten, weil es ihm einfach über den Kopf gewachsen ist, die ganze Sache. Ja, deswegen aus, ich verstehe ja nicht, wie er damit leben kann, wenn er sagt, wenn er sich vor die Kamera stellt mit offenen Armen und sagt, es wird kein Last Stand geben und alle feiern ihn deswegen und lieben ihn dafür und dann auf einmal das Spiel kommt raus und was gibt's? Es gibt wieder Last Stand mit sogar noch einem mit diesem C4-Ding drin, was einen über 100 Meter töten kann. Also verstehe ich's nicht, ey. Die können froh sein, dass ich mein Spiel RM3 über Steam gedownloadet habe. Ey, ich glaube, ich hätte es schon angezündet. CD war schon längst weg, ey. Bam! Apropos, ja, immer, also, Allotrix hat ja erwähnt, dass er sein RM3 verschenkt. Und da war irgendwas mit Spam-Wettbewerb oder so eine Scheiße. Und da machen, würde ich sagen, wir machen mit. Und dann gewinnen wir Allotrix sein RM3. Und dann zerstören wir das. Oder? Auf geht's! Er hat gesagt, dann lädt er es, also er lädt es, wenn man es zerstört und dann noch aufnimmt, lädt er ja, das Video bei sich hoch. Boah, da weiß ich aber schon ganz genau, wie ich das zertreten werde, ey. Ja. Halt's Maul. Nein, wir machen das so schrittweise. Schritt 1, lass einen Hund drauf kacken.
Und dann Stand weiter. 2. Wir pissen alle drauf. Boah, ich will. Schritt 3, wir legen es in den Kamin. Ja, und Schritt 4, wir schütten die Asche in den Rhein. Für dem Ding Frisbee spielen, ey. Durch ganz Deutschland, ey. Batz, 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 batz. Dann lassen wir noch ein paar Autos drüber fahren, würde ich sagen. Na, aber das ist nicht so special. Auf jeden Fall ist, ja, der, ist der gute Mann jetzt zurückgetreten. Ich find's nicht so schlimm. Ja. Ich weiß, kein Freund von ihm. So. Ja, ich find's eigentlich recht nice, dass er endlich jetzt weg ist. Das ist mir so egal, wer das Spiel entwickelt hat. Außer, Hauptsache, es ist mal ein gutes Spiel und ich will sagen, ich zock's einfach. Ist mir egal. Ist genau, weil ich Paris Hilton hier gemacht habe. Oder irgendwie so. Paris Hilton könnte dahinter stecken, hey. Mir so egal. Ja, aber ich finde auch wenn es jetzt einen neuen geben würde, also viel ändern tut sich da jetzt nicht, also. Ich habe auf mehreren Seiten gelesen, dass er nicht an Call of Duty und so mitentwickeln durfte. Und jetzt muss ich hier lesen und hat speziell bei Call of Duty 4 Modern Warfare und dem Rest der Modern Warfare Serie kräftig mitgewirkt. Also irgendwas? Ich hab ja gar nichts gemacht, wir haben so einen Job bezahlt. Also hier, der hat das entwickelt, der hat die FMG 9er Kimbo reingebaut, der war's. Schlagt ihn weg. Patz, patz, drauf damit, ey. Meine Güte. Domi ist eigentlich hier am Laufen? Ja, das Ding? Sicher. Und, wie weit? Es dauert noch, das ist ein Herrschaft, MW2. Naja, ja, wolltet ihr mal MW2 sehen, haben wir uns gedacht. Komm, für euch machen wir doch einiges. Dann nehmen wir mal MW2 rein. Hätten die mal aufgehört, hier, Dingens, hier den Robert da die ganze Zeit so zu flamen, den Robbie. Ich glaube, dann wäre er jetzt noch da. Echt? Cool. Ja, ich wollte ihm auch nochmal ins Gesicht scheißen, das kann ich leider gar nicht mehr machen. Oh. Okay. Oh, was trinkst du denn da? Kaffee. Oh, lass das schmecken. Ja, muss ich echt mal, warte. Moment. Oh, der ist zu lang bis hier. Einer kriegt immer aufs Maul, ey, bei solchen Spielen. Ja, Leute, hier muss wieder mehr Schmackes rein, Mann. Guck, wir haben jetzt Ferien, ja, und jetzt wird die ganze Nacht durchgezockt und ja, und aufgenommen, was das Zeug hält und was die Tastatur hergibt. Ja? Echt? Ich will wieder schlafen. Bist du auch schwul? Nein. In Klammern, wir haben halb neun. Ja? Was sagst du, gehst ins Bett? Was geil, ist mit dir? Du hast gerade einen Kaffee getrunken, da kannst du jetzt eh nicht schlafen. Doch, nach Kaffee schläft man wie ein kleines Baby, ey. Bitte? Ja, geil, gell? Gar nicht so, gell? Du hast, ey. Wir können noch erzählen, was wir gemacht haben, das haben wir dir immer noch nicht gesagt, Domi. Ich will's nicht wissen. Doch, willst du. Guck, wir sind so... Stopp! Okay, sag, wie lange geht das hier noch? Noch lang, Molly. Frag doch nicht die ganze Zeit, wie lange das Video geht. Du bist so mega unprofessionell, du Lappen. Guck, auf jeden Fall sind wir so in nächstgrößere Dorfstadt WTF gefahren. Sind dann kurz zum Rewe gelaufen, haben uns Energy Drinks, Schokobrötchen etc. geholt, ja. Versorgt. Für die nächsten 3 Stunden. Da haben wir mal auf zu blunzen. Und dann sind wir wieder zum Bahnhof getingelt, ja. Haben uns in den Bus gesetzt, sind glaube ich eine Stunde oder so. Wie lang war es? Ja, eine Stunde. Quer durch die ganzen Dörfer gefahren, weil wir einfach so keine Hobbys haben, bis wir dann wieder am Bahnhof angekommen sind. So, war so eine Stunde rum. Dann haben wir da kurz am Bahnhof auf den nächsten Bus gewartet und wollten eigentlich wieder hinten über die ganzen Dörfer fahren, was dann wieder eine Stunde gedauert hätte. Aber dann war es leider der Bus, der direkt zu uns nach Hause gefahren ist. Und dann... Ja? Und was ist der Höhepunkt der Geschichte? Der Höhepunkt war einfach nur, dass wir so keine Hobbys haben, dass wir uns freiwillig 2 Stunden in den Bus setzen. Ohne Sinn und Verstand, ja? Ich würde gerne noch was fragen, aber dann sagt er, das ist unprofessionell. Egal. ja, Leute, dann sag ich mal hier was. Ihr kennt auch das alle, also sehr viele von euch kennen das Forum Go Feminin, oder? Ja. Jetzt habe ich mal hier, da schreiben Leute Sachen rein, das ist unglaublich, ey. Hier mal ein ganz kurzes Beispiel, Moment. Ihr fragt so eine. Oh, jetzt kommt. Oh, okay. Wenn ich mit meinem Freund Geschlechtsverkehr habe, kommt er nur zum Orgasmus, wenn er zum Schluss seinen Penis an einem Kopfkissen reibt. Habt ihr dafür eine Erklärung? Was?
Ja, lies mal Antworten vor. Tippe mal auf Kopfkissen fertig. Oh. Ist ja mit dir kaputt. Moment. Die muss ja jedes Mal den Überzug wechseln, ey. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was ist denn da? Was? Vielleicht braucht er eine besonders starke Brille, weil er extrem viel daneben zielt. Achso. Alter. Ach genau, da wird vielleicht auch mal so ein paar extra Videos von uns kommen, wo dann wir alle drei sowas vorlesen und uns dann übelst den Ast drauf lachen. Ja? Falls ihr das sehen wollt. Olli, hau raus, Fuck! weiter. Was ich, warte, was ich Ja, weil ich eigentlich schon raus ganz war. am Anfang vom Video erzählen wollte, wir haben ja das Duel mit Rules gemacht und schaut euch das mal an, wir werden den Link natürlich in die Beschreibung packen. Also schneid da mal vorbei, abonniert den Jungen, ja, keine Ahnung, schreibt halt in die Kommentare, was ihr so von dem Video haltet. Ist halt so, grob geht's halt um Snipen in Modern Warfare 3. Vor einer Woche oder so habe ich noch einen Ausraster von dir mitgeschnitten, Domi. Von Aufgenommen. mir. Ich. Er schreit ja so rum, also, diese Kamel-Treibe oder sowas. Kann nicht ich gewesen sein. Wer soll es Nein. sonst sein? Ja, Oh das Spiel Mann, ist ja auch ey. zu Ende mit einem 56 zu 11. Macht's gut, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lass es schmecken. Also ich merke.